Wir versuchen zu verstehen, wie Zellen ihr wichtigstes Gut schützen, die Information, die sie eben in Form des Erbguts haben. Also wir untersuchen, wie im Prinzip die Moleküle des Lebens aufgebaut sind und wie sie funktionieren. Das machen wir mit Hilfe von Proteinkristallographie und Elektronenmikroskopie. Das sind sehr mächtige Arten von abbildenden Techniken. Und wir klären im Prinzip auf, wie Eiweißmoleküle aufgebaut sind, wie sie mit anderen Biomolekülen interagieren. Dieses Erbgut wird immer angegriffen von fremden Organismen, Viren, Bakterien zum Beispiel, oder eben auch von Umwelteinflüssen, DNA-Schäden. Und ohne diese Schutzmechanismen, die wir haben, entarten die Zellen, es entstehen Krebszellen und so weiter. Wie finden diese Moleküle, die Eiweißmoleküle, die Reparaturfaktoren, wirklich ein einziges DNA-Ende im komplexen Zellkern? Was ist die molekulare Choreografie? Das versuchen wir zu verstehen.